Am Wort ist Kulturminister Josef Ostermayer. Ich muss gestehen, ich habe die Anfragebesprechung oder das Ersuchen darum nicht ganz verstanden, aber es ist halt so, wir haben das Gleiche schon einmal gemacht. Ich habe Ihnen damals gesagt, Herr Abgeordneter Zingel, ich habe Ihnen damals gesagt, dass ich entsprechend des Schreibens vom 20. November 2014 der Nationalratspräsidentin die Anfragebeantwortungen vornehme. Da gibt es eine gemeinsame Stellungnahme des Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienstes und des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramts, wie weit das Interpellationsrecht geht. Mit all den Einschränkungen, die da auch drinnen stehen, einen Teil haben Sie zitiert, also da steht dann, was die Frage des Inhalts solcher Beantwortungen betrifft, so bleibt die Verpflichtung des zuständigen Mitglieds der Bundesregierung bestehen, bei der Beantwortung von parlamentarischen Anfragen gegebenenfalls die verfassungsrechtlichen Verpflichtungen der Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes hinsichtlich schützenswerter personenbezogener Daten einschließlich von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu wahren. Ich habe bei den Anfragen, die gekommen sind, gibt es natürlich immer den üblichen Ablauf. Ich habe mittlerweile dann auch gebeten, dass jeweils auch der Verfassungsdienst anschaut, ob sozusagen diese sozusagen Präzisierung oder Auslegung des Interpellationsrechts berücksichtigt wird. Das Zweite ist, dürfte vermutlich der Grund des jetzigen Antrags sein, die Frage der Entbindung von Dr. Wagner. Ich werde selbstverständlich keine Weisung erteilen an die Bundestheater Holding oder an sonstige Institutionen, die zu einem wirtschaftlichen Schaden führen. Daher hat die Bundestheater Holding auch noch einmal eine rechtliche Beurteilung eingeholt. Sie wissen ja, es gibt bezüglich Herrn Hartmann anhängige Verfahren, die jetzt ruhen während der strafrechtlichen Ermittlungen. Und da ist ein ganz wesentlicher Satz: Die Entbindung von Dr. Wagner von der Verschwiegenheitspflicht könnte sich daher nachteilig auf den Prozesserfolg auswirken, weil es eine Änderung der Prozessstrategie wäre und wäre daher geeignet, wirtschaftlichen Schaden herbeizuführen. Und ich werde natürlich keine Weisung erteilen, wo ich gewarnt werde, dass ich einen wirtschaftlichen Schaden verursache. Und betreffend Transparenz, weil das immer wieder von Ihnen thematisiert wurde, ich habe immer dort, wo es möglich war und wo kein, Herr Dr. Pilz, ich habe das Zitat vorgelesen, Herr Abgeordneter Pilz, Sie können sich gerne nachher zu Wort melden, aber ich bitte nicht auf diese Art und Weise auch noch durch Aufstehen einen Dialog mit dem Regierungsmitglied zu führen. Jederzeit gerne, wenn es die Redezeit Ihrer Fraktion zulässt. Bitte sehr. Danke. Und im Sinne der Transparenz habe ich immer dann, wenn es möglich war, ohne wirtschaftlichen Schaden und wo auch Experten gesagt haben, das ist möglich, habe ich die Dinge veröffentlicht und vor ungefähr 11 Monaten ein sehr umfassendes Ersuchen an den Rechnungshof gestellt, eine Prüfung vorzunehmen des Burgtheaters. Und die Prüfung ist im Gange und das betrifft auch den gesamten Zeitraum in die Vergangenheit. Aber ich werde trotzdem nicht hier bei Anfragebeantwortungen oder bei der Frage, ob ich eine Weisung erteile, in einer Art und Weise vorgehen, die einen Schaden für die Unternehmen oder für das Unternehmen verursachen können. Dafür bitte ich und darum bitte ich um Verständnis. Danke. Er werde keine Weisung erteilen, die einen wirtschaftlichen Schaden verursache, betont Kulturminister Josef Ostermayer von der SPÖ. Im Sinne der Transparenz habe er immer Dinge veröffentlicht, wenn es möglich war. Für alle folgenden Rednerinnen und Redner maximal 5 Minuten betragen darf.